Es ist 16.30 Uhr. Herzlich willkommen bei Business Live. Wir werden jetzt mit Ihnen ordentlich in die Pedale treten, denn wie sagte schon John F. Kennedy, nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren und vielleicht ein Leasingbike sich auch auszuborgen. Ich freue mich sehr, dass wir als Gast haben Donna Gallet von Lease a Bike, einer ganz tollen Firma. Einen schönen Nachmittag. Ja, freut mich. Vielen Dank. Lease a Bike ist ein Dienstrad-Leasing-Konzept und wir ermöglichen es Unternehmen, Diensträder an ihre Mitarbeiter anzubieten. Man kann das vergleichen zu das klassische Firmenwagen. Das Modell kennt man ja. Und wir von Lease a Bike ermöglichen das ganze Konzept. Also wir kümmern uns wirklich um die gesamte Abwicklung. Wir machen das gemeinsam mit unserem Fahrradhändlernetz, Partner in quer durch Österreich. Also wir haben 700 Standorten, mit denen wir kooperieren. Und dort können Mitarbeiter ihre Wunschfahrräder aussuchen. Unser digitales Portal wickelt die ganzen Prozessschritte ab. Also das sind nur wenige Klicks. Dann kann man schon sein Wunschrad aussuchen. Sie sind ja im letzten Jahr gestartet. In den Benelux-Staaten gibt es das schon länger. Sie sind, glaube ich, aus Holland, richtig, wenn man vom Dialekt hören kann. Ja. In Belgien gab es das schon. Start in Österreich war im vergangenen Jahr. Wie läuft das denn in Österreich ab? Wie kann man sich das hier vorstellen in Österreich? Das Konzept, wie es funktioniert in Österreich, ist sehr ähnlich, wie wir es auch in die anderen Märkte kennen. Also die gesetzlichen Regelungen sind eigentlich nur Details, die anders sind. Letztes Jahr gestartet und wir sind in Österreich sehr erfolgreich gestartet. Wir sehen im Vergleich zu den anderen Märkten, dass es sich hier sehr schnell entwickelt. Und wir glauben, dass es verschiedene Gründe hat. Zuerst merken wir, dass die Österreicher sehr outdoor-orientiert sind, also sind sehr sportlich. Das Radfahren als Sport ist auch unheimlich beliebt. Also man kann es sich gar nicht vorstellen, gerade jetzt im Winter natürlich viel Fokus auf Wintersport. Aber das Radfahren als Sport ist sehr stark gewachsen. Und das Gute an das Dienstradleasing ist, das Dienstrad kann zu 100% privat genutzt werden. Mhm. Also wir sehen auch, dass viele Mitarbeiter das Benefit nutzen, um sich ein E-Mountainbike zu leasen oder auch ein Rennrad. Und gleichzeitig sehen wir auch in Österreich, dass die Fahrradpreise sehr hoch sind. Ja. Also die Durchschnittspreise sind am höchsten in ganz Europa, also fast doppelt von was wir in Holland sind zum Beispiel. Dazu ist natürlich die monatliche Rate in Kombination mit diesem Steuervorteil schon etwas Gutes, weil es ermöglicht viele Österreicher, gerade in diesen Zeiten, wo die Kosten sehr stark steigen, natürlich im ganzen Leben, ist es eine attraktive Solution. Absolut, eine gesunde Geschichte auch. Die Niederlande sind eine Radsportnation, Österreich auch. Wir haben jetzt auch einen Toursieger mit Felix Gall. Vielleicht ganz allgemein, wie passiert es denn, wenn sich ein Unternehmen an Sie wendet und dann sein Dienstradleasing anbieten möchte? Wie ist denn dann der Ablauf auch mit den Mitarbeitern? Wie läuft das vonstatten? Ja, also ein Unternehmen kann sich auf unserer Homepage direkt einen Beratungstermin buchen. Wie lautet die Homepage? Lease a Bike mit Bindestriche dazwischen, also lease-a-bike.at. Ja. Man kann sich da direkt einen Beratungstermin buchen oder sich über unsere digitale Antragsstrecke direkt anmelden. Man muss dann die Daten für eine Bonitätsprüfung ausführen und innerhalb 24 Stunden, wenn die Bonität passt, wird dann Zugriff auf unsere Plattform gewährleistet. Man kann sich dann auf Wunsch auch einen Einschulungstermin mit unserem Customer Success Department buchen. Und eigentlich direkt danach kann es losgehen. Die Mitarbeiter können sich dann registrieren und wenn sie freigeschalten werden von das Unternehmen, auch direkt ihr Rad abholen. Wie reagieren denn die Arbeitnehmer darauf und welche Trends gibt es? Sie haben schon gesagt, es gibt ja da sehr, sehr viele Fahrräder, die man auch leasen kann. Welchen Trend gibt es momentan in Österreich? Was ist aus Ihrer Sicht hier gefragt? Also die Arbeitnehmer reagieren sehr gut darauf. Wir merken auch, dass es sehr stark zusammenhängt mit, wie das Unternehmen es intern kommuniziert, also das neue implementierte Benefit. Trends, die wir sehen, ich habe es gerade schon erwähnt, Österreicher sind sehr sportlich. Also wir sehen viele E-Mountainbikes. Ich glaube, ein E-Bike-Anteil von fast 80% oder mehr.
aber auch Rennräder. Und wir hoffen natürlich langfristig auch etwas mehr Citybikes mit in die Mischung zu bringen für den Alltag. Ja, die Mischung macht es natürlich aus. Haben die Mitarbeiter oder können die Mitarbeiter bei der Markenauswahl hier auch mitreden? Ja, also unser klassisches Konzept ist eigentlich, dass jedes Fahrrad von jeder Marke möglich ist. Man sieht ab und zu ein Unternehmen, was diese Wahl einschränkt. Dann hängt es damit zusammen, dass das Unternehmen 100% der Kosten trägt oder auch, dass die Räder für Dienstfahrten eingesetzt werden. Dann könnte es eingeschränkt werden. Und Sie haben auch ein Top-Unternehmen mit dabei. Das war vor allem in den 80er Jahren sehr stark im Fußball vertreten, sehr erfolgreich damals, heute auch noch, nämlich Swarovski. Mit den Diensträdern ist man da ausgerüstet. Wie sieht denn Ihr Fazit diesbezüglich aus? Sehr gut. Ich denke, der Start bei Swarovski ist wirklich für uns eine Erfolgsgeschichte. Wir sind in April gestartet und innerhalb 6 Monaten sind mehr wie 500 Räder geleast. Und ja, was man merkt, ich glaube, Swarovski hat wirklich auf ihre Mitarbeiter gehört, wo sie das implementiert haben. Natürlich eine wunderschöne Umgebung. Wattens, Tirol ist der Swarovski Campus. Viel Fahrradausflüge, die gemacht werden, was die Mundpropaganda am Campus vielleicht auch nochmal gefördert hat. Aber auch Swarovski hat mit investiert in die Fahrradinfrastruktur auf dem Campus und hat damit auch gesehen, dass das Anteil der Mitarbeiter, was mit das Rad in der Arbeit kommt, auch gestiegen ist. Und das ist für uns wirklich ein Best-Practice-Case, wenn wir so etwas sehen. Machen wir noch einen Blick in die Zukunft. Wie sieht denn das langfristige Ziel für Lease a Bike aus? Was sind denn Ihre Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen? Also langfristig ist unser Ziel, wirklich ein Treiber der Mobilitätswende zu sein in Österreich, indem wir mehr Mitarbeiter aufs Fahrrad bringen. Ich habe es schon mehrmals angesprochen, es ist jetzt noch sehr sportlich orientiert, das Verhalten. Und langfristig würden wir gerne darauf hinzuarbeiten, dass immer mehr Arbeitnehmer in Österreich das Rad nehmen, um in die Arbeit zu pendeln. Ich glaube, wir sind schon sehr tolle Entwicklungen in Städte wie Graz und Wien, die wirklich stark in die Radinfrastruktur investieren. Und ich glaube, das geht in ganz Österreich immer mehr in diese Richtung und zeigt auch, dass wir gemeinsam auf das gleiche Ziel hinausarbeiten. Und das ist mehr Fahrrad und weniger Auto. Wie sieht denn der Unterschied aus zwischen Österreich und Deutschland? Oder ist hier das Verhalten auch der Arbeitnehmer und der Menschen, die dieses Angebot nutzen, gleich? Es gibt Unterschiede. In Deutschland ist das Modell schon sehr weit entwickelt. Da gibt es schon fast 10 Jahre. Also Lease-a-Bike ist da auch schon seit 2015 am Markt. Und da merken wir, dass das Modell bekannter ist wie in Österreich. Aber auch in Österreich entwickelt es sich sehr schnell. Große Unterschiede. Ich denke, dass man Süddeutschland ein recht ähnliches Benehmen hat wie in Österreich, auch wegen der Landschaft, dass ein größeren Anteil E-Bikes sind. Aber sehr große Unterschiede gibt es da nicht. Und eine Frage, die mich noch persönlich interessiert, wie viele Kilometer legen Sie jährlich mit dem Rad zurück? Weil man weiß ja immer, dass die Holländer doch ziemlich sportlich sind, gerade auf einem Fahrrad. Ja, das stimmt. Ich denke, persönlich wird es ungefähr Richtung die 2000 Kilometer im Jahr sein. Das ist natürlich dann den Alltag mit sportlichen Ausflügen kombiniert. Ja, das ist schon einiges. Vielen Dank, wenn Sie noch so nett bleiben und kurz sitzen bleiben. Und dann geht es vielleicht wieder aufs Fahrrad? Heute nicht. Also heute habe ich etwas zu kalt, muss ich ehrlich zugeben. Ja.